Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft Wii U Edition The Return of Lava World. Im letzten Part haben wir den vierten Tempel gefunden mit seiner vierten Kammer. Hurra! Und wir haben herausgefunden, dass Zombie Olaf zurück ist. Aber Zombie Olaf ist leider vom Wyvern besessen. Und wir haben jetzt die Mission, ihn wieder zu besänftigen. So, hoffentlich schaffen wir das. Und jetzt sind wir hier beim Boss. Und das wundert mich sehr, dass der Boss keinen Boss-Key braucht, beziehungsweise Hebel. Der ist einfach so offen, aber okay. Also, seid ihr bereit? Hier ist... What? Hier ist ein Haufen TNT. Okay. Laufe immer weiter geradeaus bis zum Schalter. Sobald das hier offen ist. Wir haben hier uns einen Weg frei. Gemacht. Zombie Olaf! Er schickt seine Klone, wie wir auch im Tempel gehört haben, dass er sich einen Haufen mal geklont hat. Und so. Und ja. Okay. Wow. Was ist denn das für ein Weg? Alter! Ich höre hier auch irgendwie so einen wütenden Hund. Wer war Zombie Olaf? Fragezeichen. Hey, Zombie Olaf! Hallo? Ich stehe da aber auf Kippe, Junge. Aha, wir müssen hier lang. Anscheinend öffnen wir das da unten gar nicht, sondern müssen... Oh Gott, von hier oben runterspringen. Das, das ist ein riesiger Roboter! Hat Zombie Olaf den gebaut? Zerstöre die Redstone-Fackel und bringe somit Zombie Olaf dazu, sich zu zeigen. Laufe dann ganz schnell den Weg wieder runter. Oder springe hier einfach weg. Ja. Okay, die Redstone-Fackel entfernen. Ganz sicher, dass ich die von hier erreiche. Oops. Na, ich bin noch ein bisschen weit vor. Warte, ich hab's ja. Warte mal. Ey. Du musst erstmal diesen Hebel loswerden. Schmeiß mal die Eier raus. Es gibt heute frische Eier. Abbauen. Okay, bereit? Der hat nur drei Schritte gemacht. Okay. Er hat anscheinend eine Fehlfunktion. TNT! Boah. Oi.
Hey, der hat überlebt. Egal. Wir müssen jetzt wo lang? Ach so, da hinten natürlich. Wir müssen jetzt also nach ganz oben. Da oben die TNT-Fässer sind nicht explodiert. Der TNT-Blöcke, meine Güte. Nein! Was brauchen wir denn nicht? Schwer einzuschätzen. Die behalte ich. Ey! Weg. Dann tausch du das mit dem aus. Kann ich die denn anzünden? Oh! Oh! Dann weiß ich, wie wir hier weiterkommen. Nicht angucken. Dann ist er friedlich. Warum immer, aus welchem Grund immer es ihn aggressiv macht, wenn man ihn anguckt. So, wir müssen nach ganz oben. Oh Mann! Kein TNT. Da. Dann versuch hier hochzukommen, Junge. Na bitte! Du bist oben. Du bist oben. Da sind Schilder auf den Bäumen. Ich habe Angst, dass die Sprungkünste nicht reichen werden. Boah, danke. Wir wollen wissen, was hier draufsteht. Da. Hier sind Schilder. Was? Oh. Eine Nachricht. Sobald du alle Tempel geschafft hast, musst du dringend nach... Musst du dringend nach Wolkenstadt kommen, denn Wolkenstadt ist dabei zu zerfallen. Rette uns! Oh, Wolkenstadt befindet sich im Himmel über dir. Soll das jetzt bedeuten, dieses riesige Teil, was wir gesehen haben, mit dem Turm drauf? Aha. Die haben uns jetzt eine Nachricht geschickt. Ah! Um nach Wolkenstadt zu kommen, musst du ein Flugzeug finden und dann nach Wolkenstadt fliegen. Es heißt, in Wolkenstadt sind die Schlüssel für den Vulkan versteckt. Also auf nach Wolkenstadt. Ah, nur so kommen wir dann in den Vulkan auch rein. Gut, wo der Wiver ist. Und das Finale. Vielleicht. Rette Wolkenstadt vor der totalen Zerstörung. Viel Glück. Da sind noch mehr Schilder. Das Flugzeug befindet sich in einem Villager-Dorf. Um es zu finden, musst du der Lava folgen. Es ist nicht zu übersehen. Viel Glück, viel Spaß. 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 Okay. Ey, wie nice. So, wir haben jetzt jedes einzelne Schild gelesen. Also müssen wir jetzt nach Wolkenstadt. Na gut, der Part ist eh noch zu kurz. Also, auf geht's.
Ich habe doch geahnt, dass das nicht alles sein kann. Also irgendwie kam mir dieser Bosskampf seltsam vor. Euch auch? Ich meine, der Roboter war total defekt und alles. Es kommt mir sehr suspekt vor. Aber okay. Gut, erstmal auf nach Wolkenstadt, würde ich sagen. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Also. Hurra! Wow. Ich glaube auch, dass das jetzt nicht als wirklicher Bosskampf zählt. Nee. So. Aber okay, was war denn das so? Hurra! Aber okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall nach Wolkenstadt. Und zwar so schnellstens wie möglich anscheinend, denn die sind dabei zu zerfallen. Und das ist nicht gut. Nee, das ist gar nicht gut. So, wir folgen jetzt einfach der Lava. Die sagt uns, wir wollen hier lang. Ich gehe auch extra diesen Weg, damit wir halt wirklich zur richtigen Wolkenstadt kommen und damit wir eventuelle Secret-Höhlen noch finden. So, die Höhle da ist mit Lava ausgeschmückt, also da wird wohl nichts drin sein. So. Denn es kann sein, dass wir sonst noch irgendwelche Secrets verpassen, wenn wir jetzt nicht diesen Weg hier gehen. Und das wollen wir nicht. Immerhin wollen wir die 100%. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Trio. Noch höher, noch höher. Okay. Hier oben scheint nichts zu sein. Nein, hier ist wirklich nichts. Nee, da ist auch nichts. Das hättest du jetzt schon gesehen, wenn die beleuchtet ist. Aber nö. Oh, sogar so ein Guckloch. Aber da sehe ich eine Höhle, aber die scheint unbeleuchtet zu sein. Au! Dachte, ich lande im Wasser. Aber nö. Nö. Wie soll ich denn da hochkommen? Da ist unbeleuchtet, also ist die Höhle uninteressant. Das nennt man Höhle, na klar. Ein. Das hier nennt man Guckloch. Gut. Mein Gott. Hey! Da ist der erste Tempel gewesen. Ach, warum ist es so dunkel? Gewitter? Fragezeichen. Herobrine? Fragezeichen. Wow. Was ist denn hier passiert? Gewitter. Gewitter ist hier passiert. Okay, das passt eigentlich sehr gut. Das muss bedeuten, wir nähern uns Wolkenstadt. Wolkenstadt ist dabei zu zerfallen. Oh, das ist böse. Der Weg scheint ziemlich lang zu sein. Aber sowas von, Junge. Das ist mal ein langer Weg.
Wir müssen wieder am ersten Tempel vorbei. Zum Glück müssen wir ihn nicht nochmal machen. Aber okay. Au. Au. Aua. Und vorher hätten wir da auch nicht hingekonnt, weil, wie wir mitbekommen haben, muss man erst alle Tempel dafür schaffen. Ui, die Blitze sehen eigentlich hier richtig geil aus. What the? What the Blitz? Nein, aua. Au. Oh, das ist so aua. Hoch, danke, hoch, danke, hoch, danke, hoch, danke. Da hinten. Da sehe ich etwas. Wow. Ui, hier ist ein Skelett, das uns gleich mal guten Tag sagt. Wow. Nice. Nur ein Wald, der gerade brennt. So. Dann ist alles gut. Und ist alles gut. Ist ja nur ein Wald, der brennt. Ach. Ja, hier Lava-Welt jetzt keine wirkliche Seltenheit. Ey. Oder besser gesagt, der Return of Lava-Welt. Ey. Doch runter mit dir. Echt. Geht gar nicht. Ach, scheint nichts weiter zu sein. Boah, ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Ei. Verbündeter. Ich dachte gerade, die Wolke da oben wäre ein Gast. Oh Gott. So, die Höhle scheint da nicht zu bringen. Wäre die so unbeleuchtet gewesen. So. Dann gehen wir mal hier ran. Ah, ah. But then the freaking creepers came. Hilfe. Ah. Da ist eine Höhle. Seht ihr? Ich hab gesagt, wir hätten Secrets verpasst. Und scheint sogar eine große zu sein. Eine große Höhle. Erstmal gut, hier sind wir vor dem ganzen Gefetter da draußen geschützt. Und scheinen gar nicht mehr rauszukommen. Nee, wir kommen raus. Aber okay. Interessant. Wow. Gewitter. Oh Gott. Da ist ein Nichts. Ist hier was? Ja, yeah. Hier geht's weiter. Du. Aha. 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 Interessant. Okay, rüste dich erstmal aus. Es scheint hier nur ein Rundumweg zu sein, der jetzt hochgeht. Und da kommen wir gar nicht hoch. Interessant. Das Problem
Was mich aber beschäftigt, ist, dass wir da in Verzögerung kommen. Da kommen wir aber ebenfalls nicht hoch. Na, warten dort. Nö. Das kannst du nicht abbauen. Nicht so schlimm. What? Wie soll ich denn da hoch kommen? Gar nicht. Na gut, Leute. Aber ich würde mal sagen, der Part hat seine Länge erreicht. Yep. Und das bedeutet, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Yep. Ich beende den Part an dieser Stelle. Im nächsten Part werden wir mal gucken, wie wir durch diese Höhle kommen. Also, hurra. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaltet wieder einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und Meinung in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaltet wieder einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Meinung in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.